Der Strompreisdeckel ist in aller Munde. Nicht von allen wird der gut aufgenommen. Was sind denn die größten Kritikpunkte? Also ich glaube, man muss unterscheiden. Die, die davon profitieren werden, also die Konsumenten, üben, glaube ich, keine Kritik daran. Weil natürlich 10 Cent, und das ist ja gedeckelt für 2900 Kilowatt, ist im Schnitt 2 Cent teurer, als man letztes Jahr gezahlt hat. Aber trotzdem, es ist natürlich eine Erleichterung. Die Kritik kommt von zwei verschiedenen Seiten. Einerseits, das hat David Hermann Menke im Beitrag schon erwähnt, von Gabriel Felbermayr, das ist der WIFO-Chef, der eigentlich angeregt hatte, da muss man gegensteuern. Aber was er vermisst, ist das Moment des Energiesparens. Weil das Modell mit 2900 Kilowatt pro Stunde sozusagen ungefähr 50% der Haushalte hat, hatten letztes Jahr offenbar weniger. Das heißt, der Anreiz, da zu sparen, ist gering. Und wir wissen ja leider, dass diese Krise nicht von heute auf morgen vorbei sein wird. Das heißt, das Sparen und das langfristige Sparen würde sehr viel bringen. Also das ist der eine Kritik. Der andere Kritikpunkt kommt zum Beispiel vom wirtschaftsliberalen Wirtschafts-Think-Tank Agenda Austria. Und die sagen, dass das eben die Gefahr der Überförderung wieder wäre, weil du gleichzeitig einerseits Bundesmaßnahmen hast, aber andererseits auch ja verschiedene Länder, die was Eigenes machen. Man muss dazu sagen, die Überförderung bei Corona, die jetzt angesprochen wird, hat ja vor allem Unternehmen und Betriebe betroffen. Und da gab es tatsächlich teilweise eine Überförderung im großen Stil. Da muss man abwarten, was in einem zweiten Schritt für Unternehmen und Betriebe passiert. Jetzt spricht auch zum Beispiel Bundeskanzler Karl Nehammer sich auch in den ORF-Sommergesprächen dafür aus, auch andere Preisbremsen hier einzusetzen, zum Beispiel auch für Gas. Ist sowas sinnvoll? Aus meiner Sicht ja, weil der Gaspreis der ist, der wirklich zum Riesenproblem werden wird in den nächsten Wochen. Wir sehen die Kriegsspiele, die Wladimir Putin, der russische Autokrat, jetzt auch gegen Europa macht. Das war zwar alles absehbar, aber jetzt wird es halt immer ernster, dass er Europa damit droht, das Gas komplett abzudrehen. Das heißt, die Preise werden dann noch mehr steigen und das wird für viele unter Umständen zum existenziellen Problem, weil wenn du mit Gas heizt, du kannst nicht in kalten Wohnungen oder Häusern oder Betrieben bleiben. Da muss man ja auch verhindern, dass die Industrie stillsteht. Das heißt, da wirst du einiges machen müssen. Und dann natürlich für die, die glauben, dass das jetzt eine Überförderung ist, darf man nicht vergessen, auch die Lebensmittelpreise steigen ja extrem hoch. Das heißt, du musst es ja auf die gesamte Inflation rechnen. Nur was sinnvoll wäre, ist, dass man Maßnahmen setzt, die Inflation bremsen und sie nicht jetzt auch noch anheizen. Und genau das gilt es jetzt genau zu bewerten. Jetzt gab es eine parlamentarische Anfrage auch der SPÖ in Bezug auf die Gasreserven. 20% sind erst eingelagert. Müssen wir uns Sorgen vor dem Winter machen? Ja und nein. Also einerseits haben wir größere Gasspeicher, das heißt die 20% sind bei uns ein bisschen mehr wert als in vergleichbaren anderen Ländern, das schon. Aber natürlich werden wir uns Sorgen machen müssen, wie viel das dann kosten wird, das nachzufüllen. Also das sicher. Ich glaube nicht, dass es kalte Wohnungen geben wird oder frei nach Sigi Maurer kalte Kinderzimmer geben wird. Das glaube ich nicht. Aber natürlich muss man da jetzt schleunigst schauen, dass man eine EU-weite Regelung auch da findet. Wird man sich auf EU-Ebene da tatsächlich einigen können? Naja, die größten Bremser für eine EU-weite Regelung waren ja Deutschland und Österreich in den letzten Monaten. Das sind genau die zwei Staaten, die eigentlich am abhängigsten von russischem Gas sind. Also müsste man eigentlich davon ausgehen, dass diese beiden Staaten jetzt einlenken, und die Signale der letzten Tage gingen ja in die Richtung.
Auch der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss befasst sich jetzt mit der Abhängigkeit von Österreich gegenüber Russland. Sind da im Vorfeld so viele Fehler passiert? Kann man davon sprechen, dass man sich bewusst in diese Abhängigkeit begeben hat? Ja, ich weiß nicht, ob man das bewusst gemacht hat im Sinne, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, ich kann es nicht anders ausdrücken, so dumm ist, dass er geglaubt hat, dass Wladimir Putin uns irgendwann mal das Gas abdrehen wird und haha, wir bringen uns bewusst in die Abhängigkeit. Ich glaube eher, dass das eine Mischung aus Fahrlässigkeit und Naivität war, weil eigentlich spätestens 2014, also nach der Invasion der russischen Invasion der Krim, gab es wirklich viele, die gewarnt haben, man darf sich nicht zu abhängig von Russland machen, weil das könnte jederzeit weitergehen und es könnte problematisch werden. Da sind natürlich drei Parteien besonders in der Ziehung, das sind SPÖ, das sind ÖVP und das sind FPÖ. Und man muss dazu sagen, ein Kardinalfehler ist sicher noch einmal, also es hat schon jahrelange Gasabhängigkeit gegeben, aber 2018 hat die schwarz-blaue Regierung diese Gasabhängigkeit noch einmal gesteigert und das war natürlich ein massiver Fehler. Jetzt sprechen viele davon, würde es keine Sanktionen gegen Russland von Österreich auch mitgetragen geben, hätten wir diese Misere nicht. Siehst du das auch so? Ja, erstens, Hetivari-Spiele sind immer schwierig. Ich glaube das nicht, weil ich glaube, dass man auch da Wladimir Putin schon wieder falsch einschätzt. Ich meine, nach jahrelangen Fehleinschätzungen das weiter fortsetzt, weil Wladimir Putin, und da muss man sich nur seine Reden anhören, wie er redet über den Westen, wie er redet über Russen, die das westliche Leben mögen, an der Côte d'Azur in Miami Beach. Das waren die Beispiele, die er gebracht hat, aber er meint natürlich ganz Europa. Er hat eine tiefe Verachtung für das, was er westliche Schwäche nennt. Das heißt, er will auch den Russen, er will seiner Bevölkerung vorführen, dass Europa, dass die westlichen Werte in Wirklichkeit nichts wert sind und dass sie alles über Bord hauen, wenn es um Gas geht, wenn es um Geld geht. Das heißt, in der einen oder anderen Form hätte er dieses Spiel weitergemacht, weil das ganze Europa, selbst wenn man kaum Sanktionen gemacht hätte, gesagt hätten, bravo, der Angriffskrieg in der Ukraine ist richtig, davon ist nicht auszugehen, zu Recht. Und deswegen glaube ich das nicht. Und wenn du dir anschaust, die Entwicklung der Preise und auch der Inflation, Wladimir Putin und Russland haben die Gaslieferungen bereits ab Sommer 2021 gedrosselt. Das haben manche offenbar nicht ernst genug genommen. Man hatte bereits im Herbst 2021 einen Anstieg der Energiepreise gegeben. Es war ja nicht aus Jux und Tollerei, dass Frankreich bereits im Herbst 2021 eine Strompreisbremse oder einen Strompreisdeckel gemacht hat, sondern eben, weil sie schon gemerkt haben, ui, da tut sich was. Das heißt, nein, es sind definitiv nicht nur die Sanktionen, aber er hat jetzt die Sanktionen als Spaltpilz. Er formuliert das ja auch immer deutlicher. Er lässt ja jetzt Videos drehen, die zeigen, dass Europa dann im Kalten sitzen wird, in der Eiszeit sitzen wird. Und das geht hier teilweise auch schon auf. Der ungarische Premierminister fängt schon an, sich erwartungsgemäß zu verabschieden und zu sagen, das ist eigentlich ein Fehler. Und man wird sehen, wie diese Diskussion weitergeht.